Wie geht's dir, Markus? Ja, geht so. Ja, heute sind wir beide im Homeoffice. Ja. Haben ein bisschen meinen Flügel genutzt. Du hast deine Geige mitgebracht. Mit gehörigem Abstand? Ja, wie sich das gehört. Trio konnten wir nicht spielen und unser Beethoven-Projekt. Wir durften ja nur zu zweit. Ne? Genau, konnten wir nicht realisieren. Aber Beethoven hat ja 250. Geburtstag, das ganze Jahr. Wird sich nicht ändern. Wird sich nicht ändern und wir werden bestimmt unser Sonderkonzert mit den Kollegen, mit der Hornsonate, mit unserem Klaviertrio, mit den wunderbaren Liedern, mit Christian Ollenburg zusammen nachholen. Und Daniel Munk am Cello. Daniel Munk am Cello, genau. Und heute sind wir nur so die letzten Überbleibsel und haben auch schon mal ein bisschen überlegt, was wir nächste Saison machen können. Also ein bisschen Beethoven haben wir gemacht. Die Boden an die Freude haben wir mal ein bisschen aufgenommen. Genau. War jetzt ja so angesagt für alle Musiker irgendwie. Sehr schöner Aufruf, finde ich. Verbindet ganz Europa, verbindet die Menschen. Genau, hat uns gut getan, auch mal was Leichtes zu spielen. Ja, was Schönes. Ja. Was Schönes. Was spielen wir nächstes Jahr Schönes? Mozart. Da kommt, wollen wir drei Sonaten auf alle zum Mozart spielen. Wir haben heute schon mal einen Satz aus der G-Dur anprobiert, einfach mal so aufgenommen, ohne groß jetzt gearbeitet zu haben und einfach mal mit Freude das eingespielt. Da gibt es bestimmt noch viel zu tun, aber wir wollen einfach mal zeigen. Wir können natürlich nicht den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und nichts tun. Genau. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Außerdem kriegt man von Mozart sehr gute Laune. Ja, das hat man beim Spielen gemerkt. Ja, also ich hoffe, das merkt man im Video an. Es wird schon ein bisschen aufgepeppter heute. Und was ich so dachte, als du sagtest, ach Mensch, lass uns mal Mozart schon mal ausprobieren. Es gibt dieses tolle Zitat von Edwin Fischer. Wenn ich jemand etwas Gutes tun will, setze ich mich ans Klavier und spiele Mozart. Ja, wir haben es probiert. Das haben wir heute probiert. Wir wollten gerne was Gutes tun für alle und hoffen, dass alle möglichst gesund bleiben natürlich, aber auch, dass die Laune hält. Ja, das ist auch wichtig. Wir lassen den Abend jetzt mal sehr schön ausklingen. Mit der Mond ist aufgegangen, auch eine schöne Aktion der EKD, finde ich. Wir haben das jetzt, glaube ich, drei Abende schon in Folge gemacht mit unseren Kindern. Schafft ihr alle sieben Strophen? Würdest du das schaffen? Nee, bin ich nicht. Ich bin ja auch, nur Zugereister in Willeburg. Genau, das ist richtig. Wir schaffen nur drei Strophen. Die letzte muss zum Tanzen für die Kinder sein, aber ich finde, verschon uns Gott mit Strafen, lass uns ruhig schlafen. Unseren kranken Nachbarn auch ist in diesen Zeiten wirklich eine tolle Botschaft. Und wir haben wie viele Strophen in Willeburg aufgenommen? Drei. Das kann man schaffen, die werden wir noch auswählen. Ja, super. Ja. Dann alles Gute. Alles Gute. Viel Spaß. Bleiben Sie gesund. Thank you.
Thank you.